Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Republic of Untouchable Box von Witten Untouchable. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Republic of Untouchable von Witten Untouchable, das Ganze aus dem Jahr 2017. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das zweite Album der Gruppe Witten Untouchable. Hier oben lesen wir den Namen der Gruppe, darunter den Albumtitel Republic of Untouchable und dann haben wir hier in der Mitte einen aufrecht stehenden Löwen. Das hat auch zu tun mit der Stadt Witten, wo die drei Jungs herkommen, denn das Logo oder das Wappen der Stadt Witten, das beinhaltet zwei von diesen. Ja, und hier hat man sich dann für einen entschieden. Wir haben hier eine eher flache Box, dafür etwas größer, also so eine klassische Vinylbox. Hier unten haben wir einmal den Barcode. Auf der rechten Seite lesen wir Folgendes. Oben dann nochmal das Wappen, dieser aufrechte Löwe. Und auf der linken Seite nochmal die Schriftzüge. Auf der Unterseite haben wir den Boxinhalt und wie richtig vermutet ist das eine Vinylbox. Also Limited Vinyl Box in Inhalt, ROU auf Doppelvinyl und CD, also das Album Republic of Untouchable auf Doppelvinyl und CD. Dann einen Reisepass, Patch, Witten Untouchable Logo, Fotokarte, Sticker, Doppelposter und USB-Stick mit Videodokumentation über die Entstehung des Albums, Musikvideo zu Das hier ist mein Leben, Fotoserien, allen Instrumentals, allen Lyrics und Erklärungen zu einzelnen Textstellen. Dann haben wir hier noch die Beteiligten, also die Logos. Dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. So, der Deckel ist natürlich abnehmbar, von innen weiß. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal das Album auf CD. Dann haben wir den Reisepass, den Patch. Das dürften dann wohl Sticker sein, jede Menge Sticker. Dann eine Karte, ein Poster, ein Schlüsselband samt USB-Stick und natürlich das Album in der Doppelvinyl. So, auch hier die Box in Weiß, also auf der Unterseite von innen, packen wir mal zur Seite. Und dann würde ich sagen, starten wir wie immer direkt mit dem Album. In diesem Fall starten wir mit der Vinyl. Wir machen hier nochmal kurz etwas Platz. Und dann kann es auch schon losgehen. Also, das ist die Doppelvinyl zum Album Republic of Untouchable. Etwas abgewandelt wie das Boxcover, denn wir haben hier so einen leichten Rotstich, so einen Rotschimmer auch noch auf dem Cover. Das Cover war ja wirklich so in Schwarz gehalten. Auf der Seite lesen wir auch wieder Gruppe plus Albumtitel. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist, A, B, C und D Seite. Jeweils 4 Tracks, also insgesamt 16 Tracks hier auf diese Doppelvinyl verteilt. Dann auch hier wieder die Logos und ein Barcode. Dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. So, auf der linken Seite haben wir hier so ausgefüllte Steckbriefe, beziehungsweise sieht so aus wie die Seite im Reisepass. Und zwar haben wir hier 4 Leute am Start. Ich hatte ja erst 3 gesagt, aber das kommt daher. Mess, El Kareem und Lackmann, die sind die Rapper von Witten Untouchable. Und dann haben wir auch noch den Produzenten hier mit dabei, Rook. Also ja, sie bestehen de facto dann aus 4 Personen, das ist richtig. Was hier interessant ist, wir haben hier die ganzen Infos zu den einzelnen Beteiligten, also Geburtsort, Größe, Augenfarbe, Unterschrift, alles Mögliche mit dabei. Dann haben wir die Infos zum Album, also die Credits, hier in Rot. Und dann haben wir hier noch die Shoutouts bzw. Grüße der 4 Beteiligten. Ja, der Shoutout von Lackmann fällt hier etwas kürzer aus. Ich danke Tabata und Sophia. Die restlichen 3 haben sich dann doch etwas länger gehalten.
Und ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Als erstes hier die Stecktasche 1. Ob hier noch was drin ist? Nein. Und dann die zweite. So. Gut. Die Vinyl ist leer. Wir starten mit der ersten. Die kommt hier in einer schwarzen Hülle. Und die Vinyl selber ist dann auch wieder in schwarz. Das ist die A-Seite. Hier haben wir die Tracks in der Mitte auch nochmal aufgelistet. 4 Stück. Und dann wieder das Artwork, das Logo hier von Witten Untouchable. Und dann haben wir natürlich die B-Seite mit weiteren 4 Tracks. So, packen wir zurück in die Hülle. Und dann haben wir Vinyl Nummer 2. Das ist in diesem Fall die C-Seite. Hier gibt es auch nochmal 4 Tracks. Und natürlich die D-Seite mit den letzten 4 Tracks. Also wie gesagt, 4 Tracks auf jeder Seite, 8 pro Vinyl, 16 insgesamt. Wir haben hier meines Wissens keinerlei Features oder Fremdbeiträge. Also das ganze Album, die ganzen 16 Tracks, stammen wirklich ausschließlich von Witten Untouchable. So, dann würde ich sagen, packen wir die Vinyls wieder zurück in dieses Gatefold. So, einmal und zweimal. Gut, wir haben hier aber das Album nicht nur auf Vinyl, auf Doppelvinyl, sondern wir haben hier noch eine CD. Also hier nochmal das Album auf CD, 16 Tracks, die kommen hier in der Papphülle. Sieht so aus. Dann ist man nicht zwangsweise auf den Plattenspieler angewiesen, sondern kann das dann trotzdem auch mit der CD abspielen. Und wir haben noch eine weitere Form, eine weitere Möglichkeit. Und zwar haben wir hier in diesem kleinen Beutelchen einerseits mal einen Schlüsselanhänger, hier in schwarz und weiß, komplett gebrandet hier mit dem Schriftzug Witten Untouchable. Und hier unten haben wir dann einen Anhänger, hier natürlich so einen kleinen Karabiner, bedeutet man kann hier wirklich auch noch Schlüssel und irgendwas dranhängen. Aber wir haben hier so ein Mittelteil und das ist der USB-Stick. Der ist auch wieder einzeln gebrandet, beidseitig. Und dieser USB-Stick, der ist 3 GB groß. Und wie wir schon auf der Box, auf der Rückseite der Box vorhin gelesen haben, ist dieser USB-Stick reich bestückt mit Fotos, den Instrumentals zum Album, den Lyrics plus den Erklärungen, einer Doku, Videoclip. Also da ist echt jede Menge mit drauf. Und den kann man dann hier wieder dranhängen. Und das ist auch so ein Magnetverschluss. Also der geht mehr oder weniger, wenn man nah genug dran ist, von selbst zu. Ich hoffe, ihr könnt das hier halbwegs sehen oder hören. Genau. Ja, schöne Sache. So, bedeutet, wir haben das Album dann wirklich in 3 verschiedenen Varianten. Auf Doppelvinyl, auf CD und auch natürlich digital. Beziehungsweise glaube ich, digital ist wirklich nur die Instrumentals. Ja. Okay, dann haben wir Sticker mit dabei. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, wenn ich mir jetzt nicht erzählt habe. Also fünfmal identer Sticker im Hochformat hier. Property of Witten Untouchable. Hier mit diesem Artwork wieder. Fünfmal im Hochformat. Dann haben wir den Patch. Der sieht auch sehr gut aus. Also wie so ein Schild, erinnert so ein bisschen so an Ritterzeit oder so. Also so ein Wappen mit dem Löwen hier drauf. Und dann in schwarz-weiß Witten Untouchable wieder darüber. Dann haben wir diese Karte hier. Die sieht so aus, also die 4 Herrschaften wie bei einer Pressekonferenz. Und auf der Rückseite haben wir die Tourdaten zur Pentagon-Tour 2017. So sieht das aus, das waren die Tourdaten, also hier in Deutschland unterwegs gewesen. Ein Poster ist mit dabei. Das sieht so aus. Genau, und hier haben wir das, was ich gemeint hatte.
Ich hoffe, man kann sie halbwegs sehen. In der Mitte dieses Wappen. Wir haben hier links und rechts die zwei Löwen, aber auch in der Mitte auf diesem kleineren Wappen stehen diese zwei aufrechten Löwen. Und das sind eben die Löwen der Stadt Witten, das Wappen. Und hier haben die Herrschaften scheinbar ihre eigenen Fahnen gehisst. Ich muss ehrlich sagen, ich kenne mich jetzt in Witten nicht wirklich aus, ich war noch nie dort, aber ich gehe mal davon aus, das ist wahrscheinlich irgendwie das Ratshaus oder irgendein wichtiges Gebäude im Zentrum. Und ja, das ist jetzt scheinbar die Republic of Untouchable. So sieht das aus bei einem Konzert, bei einem Live-Auftritt hier in Schwarz-Weiß. Also beidseitig bedruckt das Poster und beide Seiten im Querformat. Und als letzten Boxinhalt haben wir hier dann noch was, was ich so noch nie gesehen habe in einer Box. Und zwar haben wir hier mehr oder weniger einen Reisepass. Also wir schauen mal rein. Was lesen wir hier? Ah, okay, das sind mal die Credits zum Album. Okay. Dann hier wieder die einzelnen Herrschaften. Kareem, Luckman, Mess und Rook. Dann hier nochmal die Shoutouts. Also im Prinzip das, was wir aus der Vinyl auch schon rausgelesen haben. So, was lesen wir hier noch? Wie in einem Reisepass. Dieser Pass ist Eigentum der Republik Untouchable. This passport is property of the Republic of Untouchable. Und dann haben wir sogar noch auf Französisch. Ce passeport est propriété de la République d'Untouchable. Naja, nicht schlecht. Also, der Reisepass. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal der eben gezeigte Reisepass. Dann haben wir das Poster, beidseitig bedruckt im Querformat. Diese Karte hier, ebenfalls im Querformat, mit den Tourdaten auf der Rückseite. Die Sticker, 5 Stück an der Zahl im Hochformat. Den Patch hier in dieser Wappenform in Schwarz und Weiß. Das Schlüsselband hier inklusive USB-Stick mit den ganzen Bonusinhalten. Das Album auf CD hier in der Papphülle. Und natürlich das Album auch noch hier auf Doppelvinyl mit insgesamt 16 Tracks. Jawohl, das alles. Das alles in dieser wunderbaren Box Republic of Untouchable von Witten Untouchable. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Witten Untouchable unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.